Hi Ladies! Emily hat sich von mir ein Tunika-Outfit gewünscht, denn sie liebt den Sommer. Und es sollte ein Allrounder sein, was sie am Strand zum Shoppen und zum Abends weggehen anziehen kann. Und wie ihr seht, habe ich ja diesen Wunsch erfüllt. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf. Oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Deals und Sales dazu, damit ihr nichts verpasst. Emily ist ein Sommerkind und genauso sollte dieses Tunika-Kleid auch sein. Und da kann ich Emily wirklich was sagen. Genau das ist der Trend dieses Jahr. Und sie hat Glück, denn ich habe hier ein Kleid von der Marke Free People gefunden, was ja schicker und schöner nicht sein könnte für dieses Jahr. Wie ihr seht, dieses Kleid hat ein wunderschönes Muster, fluoreszierende Blüten und Ornamente. Ja, wickeln sich quasi um das ganze Kleid und die Trompetenärmel. Herrlich! Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid in diesem Kleid beispielsweise am Strand. Eine leichte Brise weht durch das Kleid, durch die Ärmel und wie soll ich mich am besten ausdrücken, dieses Kleid wird euch unterstützen in puncto Figur und Eleganz, denn es macht euch wirklich ja, teilweise schlanker und schicker, weil die Taille sehr hoch gehalten ist und ein großer Rock schön fallen kann und in dieser leichten Brise von Wind einen Schwung entwickelt, auch beim Laufen, was seinesgleichen sucht. Und ja, punkto schick und edel, schaut's euch an, ohne Worte, oder? Und der rückenfreie Ausschnitt, ich liebe ihn. Und dieses Kleid ist wirklich eigentlich, man kann so sagen, der Geheimtipp für 2015. Aber das Kleid selber macht nicht das komplette Outfit, denn ich habe hier noch ein paar schöne Accessoires gefunden, die ich euch jetzt mal vorstelle, damit wir das Ganze abrunden und ein Allrounder wird, dass man zum Strand, zum Shoppen und abends weggehen anziehen kann. Denn unbedingt immer wieder am Tag sich umziehen, wenn ihr, sage ich mal, außer Haus seid, ist ja immer kompliziert. Aber es gibt ein paar kleine Tricks, wo ihr darauf achten solltet, um diesen Allrounder zu haben. Denn zum Beispiel mit diesem Schuh, er sieht, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt so nach diesen Ballerina aus oder High Heel. Da lieber ein bisschen schlicht und bequem halten und versuchen lieber einen Schuh wie diesen zu finden, der ein bisschen verspielt ist, die gleichen Elemente und Farben sich widerspiegelt im Kleid. Und bei diesem Schuh ist es gegeben. Es ist ein Schuh, der geschnürt wird und eine richtig gute Sohle hat, somit bequem, bequem, punkto shoppen und abends weggehen. Am Strand werdet ihr ihn bestimmt ausziehen, weil der Sand in den Füßen beim Laufen, da braucht ihr keine Schuhe. Es fühlt sich viel besser an, wenn der Sand durch die Zehen durchfluppt und egal. Der Schuh ist gemacht für dieses Kleid, denn er hat natürlich die gleiche Farbkombo und einen Materialmix. Herrlich gemacht für dieses Kleid. Und eine Handtasche darf natürlich auch nicht fehlen, um über den Tag alles dabei zu haben. Wird vielleicht bei so einem Kleid nicht eine Riesenhandtasche wählen, sondern eine Tasche wie diese jetzt hier. Denn bei der ist dieses wunderschöne Muster gegeben, was wieder perfekt sich im Kleid und im Schuh widerspiegelt. Und die Quastel ist dieses verspielte, man könnte sagen, die Trompetenärmel. Und um dieses Allrounder-Outfit nochmal abzustimmen mit Schmuck, würde ich euch am besten nur Ohrringe empfehlen, wie diese hier. Denn wenn ihr euch jetzt zuhängt, dann stört das an irgendeiner Stelle. Aber immer einfach schöne Ohrringe zu haben, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, wertet das ganze Outfit einfach nochmal richtig auf. Und bei diesen Ohrringen könnt ihr nichts verkehrt machen. Sie sind in Silber gefasst. Der Stein spiegelt sich wieder in der Farbe vom Schuh und im Kleid. Perfekt. Und vielleicht noch der Hinweis, viele mögen es zwar nicht, aber tragt die Haare offen, dann habt ihr eine Aura um euch, wo euch wirklich die Männer hinterher schauen und die Mädels entweder eifersüchtig sind oder euch fragen, wo hast du dieses Kleid her oder das Outfit oder erkennt die Sprüche und genau die wollt ihr hören. Denn so ein Outfit wird Emily lieben und ich hoffe ihr auch. Und wenn ihr genauso ein Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst in Zukunft keine Videos,
keine Outfits mehr und ihr zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?